Heute geht es darum, dass wir dem breiten Publikum mal etwas mehr über das Produkt Kaffee erzählen. Kaffee ist das beliebteste Getränk in Deutschland. Mit ungefähr 140 Litern pro Kopf und Jahr trinken wir Kaffee wie kein anderes Getränk. Und es ist spannend, es ist vielfältig, was es über Nachhaltigkeit, über Technologie, über neue Trends gibt. Und das wollen wir alles heute ein bisschen aufarbeiten. Wir wollen also gerne, dass die Wertigkeit des Kaffees mal richtig bekannt wird. Ne? Und dass nicht Kaffee nur Kaffee ist, sondern dass da auch ein bisschen mehr hintersteht. Der Rohstoff macht erstmal den Kaffee am meisten aus. Das heißt, ich muss eine gute Kaffeesorte haben, dann kann ich auch einen guten Kaffee am Ende machen. Ich kann den Kaffee mit heißem Wasser aufbrühen, das ist der Klassiker sozusagen, wie wir ihn in Deutschland auch kennen. Das Handaufgebrühte kommt auch wieder zurück, wird wieder in. Da kriege ich eigentlich am meisten Aromen in den Kaffee rein. Wo ich von abraten würde, wären die Kapseln. Ja, das ist Trend, das ist Mode, aber damit zahle ich sehr viel Geld für eine Tasse Kaffee. Und der Abfall und die Alu-Kapseln, die übrig bleiben, ist komplett unverträglich für die Umwelt. So, beim Kaffee probieren, also fangen wir uns an. Beim Kaffee probieren dürfen Sie gerne schlürfen. Es ist sogar wichtig, dass Sie schlürfen. Ja? Guter Kaffee sollte schwarz getrunken werden, um eben die ganzen Aromen dann auch im Mundraum zu schmecken. Man würde dem Kaffee etwas nehmen, wenn Milch und Zucker zugesetzt wird. Aber man muss natürlich sagen, mit Milch oder mit Zucker ist der Kaffee verträglicher. Einige Tassen am Tag können eine ganze Reihe positiver Wirkungen haben, von Wachsein über Leistungssteigerungen, sowohl geistig als auch physisch. Wenn man es übertreibt, dann kann er auch richtig schädlich werden. Er kann auf den Magen schlagen, er kann auch Cholesterin steigernd wirken. Also bei 3 bis 4 Tassen liegt man goldrichtig und ich liebe Kaffee und ohne Kaffee kann ich schon gar nicht sein. Am liebsten trinke ich ihn in Ruhe. Und am liebsten trinke ich ihn tatsächlich im Moment aus einer French Press, aus einer Metallpresse sozusagen, dass man alle Kaffeeöle noch auch im Kaffee schmeckt. Das gibt für mich das vollste Aroma und das meiste Körpergefühl in den Kaffee rein. Natürlich, wir trinken den Kaffee auch aus Vollautomaten, weil, wenn es schnell gehen muss, aber am besten schmeckt er uns eben aus der French Press.